Nur gut 2 Jahre hat es gebraucht. Jetzt ist Pirnas größtes Wohnungsbauprojekt der letzten Jahre abgeschlossen. Die Investorengruppe der Sandsteingärten meldet Vollzug. Zwischen Gottleuber und der Siegfried-Redl-Straße entstanden 11 Mehrfamilienhäuser. Ihre Optik ähnelt der Bäderarchitektur, errichtet im neoklassizistischen Baustil. Das höre ich also immer wieder, dass die Leute gesagt haben, es ist eben nie so hypermodern, es ist aber auch nie alles irgendwo so veraltet, ne, sondern dass wir also dort eine gute Sprache, Architektursprache gefunden haben, die Leute einfach irgendwo interessiert hat. Das Bauprojekt Sandsteingärten umfasst 107 Wohnungen. Bis auf einige wenige in der Villa Rose, das größte Haus mit dem Schwerpunkt betreutes Wohnen, sind alle Einheiten verkauft. Etwa 70% der Eigentümer nutzen die Wohnungen selbst. Viele von ihnen sind Rückkehrer. Etwa ein Drittel kommen aus dem gesamten Bundesgebiet nach Pirna, ein Drittel aus Dresden und ein Drittel der Sandsteingärtenbewohner sind waschechte Pirnaer. Es gibt ein Umdenken auch bei einigen jungen Menschen, die sagen, ich will nicht die große Gartenfläche, ich will nicht den Aufwand betreiben, ein ganzes Haus mit vier Wänden oder vier Außenwänden drumherum. Mir reicht im Prinzip mein kleiner Claim in Form einer schönen Dachterrasse und ich bin hoch über den Dächern zum Beispiel oder ich habe die Erdgeschosswohnung mit einer schönen Außenanlage und so weiter. Der Trend ist zu erkennen. Die Sandsteingärten befinden sich auf dem Areal der ehemaligen Produktionsstätte der Sächsischen Sandsteinwerke. Für den Neubau musste die etwa 18.000 Quadratmeter große Fläche angehoben werden, da sich die Neubauten im Flutungsgebiet der Gottleuber befinden. Unterirdisch machte man sich die Neugestaltung zu nutzen, Stichwort Pkw-Stellplätze. Und da war die Idee, das Blech unter die Erde zu bringen, ohnehin durch die Auffüllungen im Prinzip Volumina zu schaffen, was man eben nicht auffüllen muss, was Hohlräume bleiben. Wir schafften das gesamte Blech unter die Häuser, damit der Garten und die Terrassenflächen im Prinzip im Vordergrund stehen und das Blech weitestgehend verschwunden ist in der Wohnanlage. Es gibt ein paar wenige Besucherparkflächen, die sind immer notwendig, aber der Stellplatzbedarf, der durch die Wohneinheiten selber benötigt wird, ist komplett unterirdisch verschwunden. Viele Pkw-Stellplätze sind mit Elektroladestationen ausgestattet. Schon heute nutzen etwa 40 Mieter diese Möglichkeit. Die hohe Nachfrage an E-Ladestationen setzte die Planer vor Herausforderungen. Und das hat natürlich auch entsprechende Nachfrage an den Stromlieferanten irgendwo zur Folge gehabt. Was aber unterm Strich durch ein Energiemanagement, durch ein intelligentes Energiemanagement gemeinsam mit den Stadtwerken gelöst wurde. Und bis jetzt funktioniert das alles und wir hoffen, dass das so bleibt. Die rund 4000 Quadratmeter große Tiefgarage dient im Falle eines Hochwassers als Flutungsraum. Dann heißt es hier Schotten dicht und Wasser rein. Auch der neu angelegte Spielplatz würde planmäßig überflutet werden. Spannend bleibt das Verhalten der Wassermassen an diesem Bauwerk. Die Stahlbetonbrücke über die Gottleuber sollte im Zuge des Quartierneubaus eigentlich abgerissen und neu aufgebaut werden. So jedenfalls stand und steht es in der Baubeschreibung der Sandsteingärten. Wir waren bereit oder hatten der Stadt bzw. dem Landkreis und der LTV die entsprechenden Angebote gemacht, dort eine neue Brücke zu bauen. Der Hochwasserschutz war allerdings dort dem ganzen Projekt ein Stück weit im Wege, beziehungsweise wollte man also, dass die Brücke 1,50 Meter höher kommt. Das würde natürlich mit unserem Konzept hier nie übereinstimmen, weil in der heutigen Zeit mit Treppen eine Brücke zu begehen, das ist schizophren. Schlicht und ergreifend, also weder Rollstuhlfahrer noch Fahrradfahrer, die da einfach ungehindert die Brücke überqueren können. Von der Seite her haben wir uns dann entschieden und haben gesagt, okay, dann lassen wir den Bestand so, wie er ist. Aktuell laufen in den Sandsteingärten die letzten Arbeiten. Im Frühjahr, so versprechen die Bauherren, wird die ganze Schönheit der Wohnanlage sichtbar. Dann soll es hier grünen und blühen.